Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Noch nicht mal 24 Stunden hier. Oh. Ich fühle mich sehr wohl, mir gefällt es hier. Das ist eine coole Stadt. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück, den richtigen Zeitpunkt gewählt, weil so viel ist hier nicht los, also von dem Menschenauflauf her. Also macht sehr viel Spaß. Bin heute eigentlich quasi nur gelaufen, von einer Ecke zur anderen, und war selber überrascht, dass das so gut funktioniert. Und ja, schon einige versuchte, nette Gespräche gehabt. Das ist ja sehr, sehr cool. Ja, zum Beispiel hat mich da die da ein bisschen so die Leute betreut, im Kapitol. Die hat mich nach der Führung, hat sie mich so zur Seite genommen. Gegenüber will sie jetzt von mir. Da sagt sie zu mir, ja, hier, du musst dir noch das anschauen. Ich sage, ja, habe ich doch gerade gesehen. Und dann sagt sie, ja, dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt, ich komme aus Deutschland. Und alles natürlich so ein bisschen in meinem englischen Style. Und dann hat sie mir gesagt, ja, da musst du dir unbedingt die Bibliothek angucken. Die Deutschen wollen immer die Bibliothek sehen. Die Amerikaner gar nicht so, die rümpfen die Nase. So ungefähr habe ich sie jedenfalls verstanden. Man konnte ihr nicht sagen, bei diesem guten Typ, wissen Sie, das interessiert mich noch nicht. Aber das war geil. Da habe ich noch einen netten Franzosen getroffen beim Essen, beim Frühstück. Habe ich einfach dazu gesetzt und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Ja. Auch auf Versuch. Er konnte ein bisschen besser Englisch als ich, aber es hat trotzdem ganz gut funktioniert. Ja, und dann habe ich mir mal so Kleinigkeiten gekauft. Einfach nur um mit den Leuten, also die Verkäufer, ins Gespräch zu kommen. Um da ein bisschen die Scheu zu verlieren, ja. Ja, aber sehr, sehr cool. Ja, man sieht jetzt, glaube ich, hier, wo ich bin. Und ja, man bin ich losgegangen gegen 7. Wir haben es jetzt so 12:30 ungefähr nach meiner Zeit. Und ja, jetzt gehe ich noch in dieses Air-Museum. Und ich denke mal, dann ist der Tag auch schon fast zu Ende. Gucken wir mal, vielleicht gehe ich noch irgendwo Abendessen oder irgendwie sowas. Oder einkaufen muss ich auch, ich weiß jetzt, wo es ein Lidl gibt. Ja, so, das war's von mir. Ganz liebe Grüße, bye. At 58 degree month 4, the ticket to the story is told. Across the ocean to the land to white, this hope and wonder begins to thrive. New York lights have called my name, a city where the hearts are flame. From Broadway shows to Central Park, every corner leaves its mark. This is my time, this is my place, a journey that I can't erase. The world is waiting, and so am I. With open arms, I touch the sky. Washing history in every stone, from monuments to the unknown. The footstep of the brave and wise, I see the world through new eyes. The heaven whispered life, it was a scholar dream in ancient halls. Learning from class, I find my way, every moment a brand new day. This is my time, this is my place, a journey that I can't erase. The world is waiting, and so am I. With open arms, I touch the sky.
Boston Job is capital city, stories of freedom, history. From Tea Party to Revolution start, each step I take, I feel the heart. In every city, in every face, I find a part of this great place. Life and adventure, never too late to find your passion, to meet your fate. La 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 la, na 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 na. This is my time. Na 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 na. This is my place. Through winding roads and skies so high, I've learned to spread my wings and fly. With every mile I dream revived, and every challenge I feel alive. Bend up prisoners and background, tail and heart I'm never bound. For this journey I have found, the dreams are where the soul is crowned. This is my time, this is hey, my place. This is my a time. Journey that I can't erase. Hey, I can't erase. And so I touch the sky. In every sunrise a new path is laid. Age is just a number, dreams never fade. I carry these memories near or far, each moment treasured like a shooting star. Okay. This is my time. This is my time, this is my place. I'll find my spirit and always ja, jetzt bin ich mal den Weg bis zum Bahnhof gefahren und jetzt laufen, damit ich dann in 3 Tagen nicht so wieder so kribbelig suchen muss. Ja, aber scheint ganz easy zu sein.
with the phone is your birthday, September 4th. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Wonderful good morning aus Washington. Ja, hier hinter mir ist übrigens mein Hotel. Do. Ja, und hier gegenüber ist die ungarische Botschaft. Also, wir haben auch eine europäische Flagge da. Falls irgendwas schief geht, aber nach den Erfahrungen der letzten Tage geht so schnell nichts schief. Ja, heute mache ich nochmal so eine Stadtrundfahrt mit einem elektronischen Vehikel. Stand da. Ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja das eine oder andere in den letzten zwei Tagen vergessen, wo ich ja 50 Kilometer bin ich durch Washington gelaufen. Ich glaube, ich habe viel gesehen. Ich bin gespannt, ob ich was vergessen habe. Bis dann, liebe Grüße, Baba. President of the United States in about 1908, and then he finally got his dream job when he was appointed Chief Justice of the Supreme Court in the early 1920s. And he convinced Congress that the Supreme Court was its own branch of government and needed its own building. He didn't live to see it, but I think, you know, he'd be pretty proud of it if he saw the building that opened in 1935. Beautiful. Beautiful building. Yeah. Did you get your picture? We have our best view, our closest view of the Capitol here on the right. You can see there's really nowhere for me to park, but we'll definitely go slow, maybe pause in the intersection. Known, of course, for these trees, the cherry trees. They were a gift from the mayor of Tokyo in recognition of the friendship between our two countries. And the first tree were planted March 27, 1912, by the First Lady, Mrs. Helen Taft, accompanied the wife of the Japanese ambassador. And she was largely responsible, the First Lady was largely responsible for the trees being here, because that's when they were doing the landscaping, and she really wanted something to set it off. Someone suggested the cherry trees. What an idea, because when they bloom for about the second half of March, it really is beautiful. Ja, die Frage, wie ich dann hier über diesen Fluss komme, hat sich erledigt. Man hat
in Washington daran gedacht, eine Brücke zu bauen. Weiß man natürlich vorher nicht. So. Ja, hallo, eine Brücke, die eine Bank hat. Voll krass, das habe ich auch noch nicht gesehen. Oh, man lernt immer wieder dazu. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, ein langer Tag geht zu Ende. Heute war nochmal Washington und ich habe ja so eine Rundreise gemacht. So eine Stadttour. Und es gab tatsächlich drei Sachen so, die ich noch nicht gesehen hatte, die ich nicht auf dem Schirm hatte. Und die habe ich dann natürlich gerne mitgenommen. War ganz lustig, habe dann jemanden kennengelernt, da aus, inklusive seiner Frau, Jeff aus Florida, 78 Jahre. Ich habe dann da so gewartet, dass das losgeht und kam er und sagte, hier, you are waiting for the tour. Ich sage, ja, jetzt. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben uns fast eine halbe Stunde unterhalten. Ich natürlich so mit meinen, so gut wie es ging. Aber das interessiert ihn nicht, wenn man da wirklich ja, sich unterhält. Ja, er war also ganz interessant und dann habe ich ein bisschen erzählt, wo ich herkomme, ein bisschen erzählt. Und ja, dann ging es so ein bisschen, wir haben uns dann über, bin dann so ein bisschen eingestiegen. Gestern im Historischen Museum habe ich ja so ein Mauerstück gesehen und da habe ich ihm dann gesagt, ja, das habe ich gestern gesehen. Bin ich 89, habe mich mein Papa, der nicht mehr lebt, auf die Mauer hochgehoben und ja, damit fing eigentlich alles an, sage ich mal. Hätte ich natürlich auch so mir nie träumen lassen, dass das eines Tages passiert. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen, so kam man so ein bisschen auf die Politik, was natürlich cool war, weil mich das sehr interessiert. Und was ich richtig interessant fand, wie gut sie informiert sind, was da in Deutschland abgeht. Also mit AfD und also war sehr, sehr überrascht. Dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du auch mal fragen, wie das so mit der Wahl ist. Und ja, dann haben wir uns so ein bisschen über die amerikanische Wahl unterhalten. Und der war da auch, hat nicht gesagt, was gewinnt, da habe ich auch nicht gefragt, logischerweise, wenn man das in dem Fall ja nicht macht. Aber man hat natürlich gehört, dass es ein demokratischer Wähler war. Und da haben auch sehr viel dann im Gespräch dann im Nachhinein so ein bisschen so über den Herrn Trump geschimpft und Kopf geschüttelt und so. Ja, also war sehr, sehr cool, hat mich sehr gefreut. Dann haben wir diese Tour gemacht und seine Frau hat dann immer so ein bisschen auf mich aufgepasst. Das war, wie sich das so entwickelt ist, so ein paar Minuten war richtig geil. Ja, dann hat er immer so Pause gemacht. Da hatte ich aber mir erstmal nicht verstanden, wie lange die Pause war. Und dann bin ich einfach gelaufen, habe so ein bisschen Fotos gemacht und gefilmt. Und auf einmal stand der Fahrer da, der die Tour gemacht hat, stand hinter mir. Und oh, habe ich gesagt, oh, you search me? Yes. Aber auch das war sehr cool, also da hat keiner irgendwie was gesagt oder irgendwie sowas, als wir da ankamen. Ich habe gedacht, ja, jetzt muss man. Ich habe da zwar noch Entschuldigung gesagt, aber hat keinen so richtig interessiert. Also die haben das auch mit einer Gelassenheit genommen. Ja, beim nächsten Mal habe ich dann natürlich genau zugehört, was er gesagt hat. Ich habe eh nicht alles verstanden, was er, aber in dem Fall habe ich dann wirklich ganz genau zugehört, an welche Uhrzeit er sagt. Damit das nicht wieder schief geht beim zweiten Mal. Ja, und dann hatte ich noch den Tipp bekommen, dass man da diesen Soldatenfriedhof im Bundesstaat Virginia, ich will jetzt auch nicht die falsche, war es Evelyn oder irgendwie so ähnlich,
Ja, da habe ich mich dann einfach in die Metro gesetzt, bin dann einfach gefahren, soweit wie es ging. Und den Rest bin ich dann so eine halbe Stunde gelaufen. Bin dann da durch diese Stadt gelaufen, das war auch ganz interessant. Rechts war mehr so Landwirtschaft und links waren auf einmal die großen Wohnhäuser. Also war ein bisschen crazy, aber dachte ich schon, bist du überhaupt richtig? Und dann habe ich es dann doch gefunden. Ja, und dann war ich da und dann habe ich das Grab von John F. Kennedy gesehen. Und ja, auf diesem Soldatenfriedhof, ich habe noch nie einen Friedhof gesehen, wo Autos rumfahren, weil das einfach so groß ist. Das bewegt eher natürlich, wenn man da ein bisschen hinguckt. Ja, war, glaube ich, sehr, sehr gut, dass ich diesen Tipp noch gekriegt habe. Und ja, und dann habe ich mir so gedacht, ja komm, dann kannst du auch zurücklaufen. Und dann bin ich zurückgelaufen, bin da über diesen Bundesstaat, wenn du da über die Grenze, Gänsefüßchen wahrscheinlich gehst. Ne? Aber dann hat er auf einmal doch herzlich willkommen, hat meine Mutter gesagt, in Washington D.C. Also war sehr crazy, hat aber sehr, sehr Spaß gemacht. Jetzt bin ich hinreichend kaputt, glaube ich. Bin, glaube ich, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, locker mal an die 60 Kilometer, 60, 70, es könnten fallen. Also 65, würde ich sagen, Kilometer gelaufen in den 3 Tagen. Und ja, habe sehr viel gesehen und hat sich sehr gelohnt, glaube ich. Hat nicht alles wie gestern nicht ganz geklappt, so wie ich mir das vor, aber es kann ja nicht alles klappen. Ja, morgen geht es dann nach New York. Ich hatte mir ja den Bahnhof schon angeguckt. Und das ist da ein bisschen komplizierter als bei uns. Nicht einfach auf dem Bahnsteig steigen, stehen und einsteigen, sondern wie beim Flugzeug. Da gibt es Boarding und man steht erst dran, auf welchem Gleis das abfährt. Das kriegt man so vorher nicht mit. Also bin gespannt, wie das so abläuft. Und fahre dann auch ein bisschen eher hin. Ja, und dann bin ich morgen, wenn alles gut geht, morgen Nachmittag in New York. Ja. Dann sehen wir weiter, dann melde ich mich wieder. Bis dann, bye bye, liebe Grüße. Ich bin da. Bitte, New York. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich. Scheiße. So verrückt. So, das erste hat sich gelegt. Jetzt gehe ich erstmal gleich einkaufen, weil ich habe Hunger. Aber damit es ganz schnell geht, haue ich mir jetzt hier so einen Trump hinter. Weg mit dem. Unnütz auf dieser Welt. Trump. Das war wieder eine Aktion. Oh Mann. Wieder gesucht oder Ende. Diesen großen Stadion hier. Aber schließlich haben mir zwei nette Menschen weitergeholfen. So, und nun stand es da bei dem Flax. On the flag. The cameraman baggage oder so. I hope this is. Ich glaube, ich weiß nicht, habe ich eine halbe Stunde gesucht. So. Naja, aber immerhin. Da ist Musik, das läuft. Bis dann.
kaputt. The people who wear the gloves with no fingertips on them, you know, they do this for real. Actually, they do this for real. The people who wear the gloves with no fingertips on them, you know, they do this for real. Actually, they do this for real. Jamaica, I love representing for y'all. It's a bunch of campaign chef. New York City, make some noise for Skinny Man!
go. Stunde geendet hat, dachte ich, läuft's mal noch zum Times Square. Ich würde sagen, hier ist einiges los. Ja, Football war geil. Leider haben sie irgendwie Haushof verloren, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ansonsten, ja, es war ganz interessant, das alles mal so mitzuerleben. Ja, jetzt hat mir einer gerade den Stinkefinger gezeigt. Gehört wohl dazu. Ja. Das war dann heute so ein bisschen mein Tag. Ein bisschen von meinen Ereignissen weniger, aber dafür länger. Ja, jetzt gucke ich einfach mal, was die Stadt hier so hergibt. Ganz liebe Grüße, bis dann, bye bye. Presenting our colors are members of the NYPD, FDNY, and Port Authority Honor Guard. Please remain standing and join the NYPD, FDNY Joint Choir as they sing our national anthem, followed by a flyover of three United States Army Blackhawks, flown by the 1/150th Assault Helicopter Battalion. Stripes and bright stars, through the pale.
docks, the water punts. Name for the Red Crane. Bisschen. Ja, so jetzt. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ja, heute war der Tag ganz im Zeichen der Fallsstatue. Hat ein bisschen was zu tun, hab mich einmal reinlegen lassen. Bin einmal ums durchs Wasser gefahren, was dann auch am Ende eine schöne Aussicht war, aber eigentlich nicht das, was ich wollte. Gut, dann habe ich halt noch einen zweiten Versuch gemacht und dann hat es geklappt. Ja, und ansonsten war ich heute dann ganz viel shoppen, habe mir einfach das Feeling eingeben lassen hier, was hier in New York ist. Und ja, ich hoffe, dass ich ganz viel mitnehmen kann von dem, was ich hier gesehen habe und wie die Menschen sind. Ja, morgen ist noch ein sehr interessanter Tag. Ich lasse mich überraschen. Und ja, da gehe ich noch ein bisschen shoppen. Und dann geht es auch so langsam New York zu Ende. Ganz liebe Grüße von mir. Wir haben es jetzt, glaube ich, so 8. Ja, bis dann wieder.
Was, wenn es zu dunkel wird, gibt es erst richtig ab.
So, jetzt mache ich hier bis los, denn eigentlich bin ich. Take a seat. And wait. We call you. Okay. Oh.
Ja, liebe Grüße aus dem Central Park in New York. Die haben hier eine ganze Straße nur für Joker. Verrückt. Ja, ansonsten war heute der große Tag mit den Schauerrunden. Vielleicht schon gesehen die Bilder. Es war faszinierend. Es war ein super geiler Abschluss für ja, die Runde New York. Und ja, dann war ich noch ein bisschen shoppen, hab noch den Laden und den Laden abgeklappert. Hab tatsächlich was gefunden. Oh, eine neue Hose hab ich. Und ja, neue Schuhe hatte ich ja eh schon. T-Shirts und ja, ich glaube, das reicht. Ja, und dann war ich kurz im Hotel, habe alles weggebracht. Und dann habe ich mir gesagt, ja komm, hier geht's nochmal los. Und habe mir so überlegt, direkt zum Central Park zu fahren. Und jetzt laufe ich nochmal zum Taxi. Das ist noch ein ganzes Stück. Und ja, dann geht es morgen früh um 9 geht's weiter. So, ganz liebe Grüße von mir. Bis dann. Das ist wohl der Gegenpart dazu. Sehr lustig. Help me out. How you say, follow me? Sígueme. You, sígueme. Okay, very good. Sígueme. Sígueme. Papa, how you say, head down? Cabeza, abajo. No, you talk to me. Okay, mírame. I know the Spanish too, papi. No move. No te muevas. How you say head down? Baja la cabeza. Baja la cabeza. Okay. You gotta cut those hands, girl. I'm working. Okay. Now don't move, okay? How you say no move again? No te muevas. If you mueva, you die. Get over there. Now, ladies and gentlemen, this is only step one. My step lesson, because you guys are next. Here we go. We need energy. Now, everybody, clap those hands. Here we go. Energy, y'all. Energy. Now, ladies and gentlemen, if you see something you like, make some noise. Anything, everybody, clap those hands.
ladies say ew. Yeah. Sir, don't do that again. Bro, we said ladies, bro. Yeah, you see this? He was like, ew. Yeah, that was weird. Stamford, Bridgeport, New Haven, Old Saybrook, New London, Mystic, Westerly, Kingston, Providence, Route 128, Boston Back Bay, and Boston South Station. We have 9 cars on today's train. Last car is a business class car. You must have a business class ticket to sit here, and seating is assigned within business class. Also ich gehe hier über die Kreuzung. Ja, nur hier ist nichts. Die Frage ist, warum haben sie da eine Ampel? Ja gut, gehe ich mal wieder. It's not possible. Swedish Town in Connecticut. Unbelievable. Ja, hallo, ich komme gerade aus dem Aldi da hinter mir. Und ich brauchte halt Verpflegung für morgen und ich war mir nicht sicher, ob die ganzen Supermärkte denn auch alles haben, was ich morgen für die Wanderung brauche. Und da kam mir der Aldi gerade richtig. Der Nachteil war, es war nur 5 Meilen weg. Aber egal, ich habe dann viel gesehen. Das war schon mal ganz cool und ja, war ein bisschen überrascht. Natürlich konnte ich den Einkaufswagen nicht nehmen, weil ich keine Dollarstücke einstecken hatte oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt. Ich kenne nur den Schein. Und ja, da fiel mir ein, Mensch, du hast doch noch den Euro. Nehme ich den Euro und tatsächlich passt der. Naja klar, war ja nicht anders zu erwarten. Cool, habe ich also mächtig eingekauft, mein ganzer Rucksack ist voll. Und jetzt geht es wieder 5 Meilen zurück. Ja, die Gegend hier... Turn left toward Foxen Street. Genau, richtig, das mache ich. Und die Gegend hier ist, ja, ganz anders wie New York. Also, ich würde sagen, der vollste Kontrast dazu. Und ja, das tut auch mal jetzt nach diesen wilden Tagen da in New York, tut das auch schon mal sehr, sehr gut, dass man auch mal wieder ein bisschen runterkommt. Und so war das ja auch alles geplant und beabsichtigt, morgen mit der Wanderung die 40 Kilometer die Strecke. Turn right toward Foxen Street. Es werden ja 27 Grad. Also es wird wieder ein wunderbarer Tag morgen und ich hoffe, ich finde auch alles. Head west on Foxen Boulevard toward Eastern Street. Ich hoffe, ich finde auch die richtige Strecke und alles und dann sehen wir morgen weiter. Ja, ansonsten habe ich auf den Zug heute gewartet, 90 Minuten, hat er Verspätung gehabt, also auch das kam mir nicht unbekannt vor. Liebe Grüße nach Deutschland, sage ich. Bis morgen, bye bye. Gute Nacht. Ich habe vor dieser Hängebrücke vorhin schon ein bisschen Angst gehabt. Denke ich, oh Gott. Der einzige Fußgänger, der hier wahrscheinlich seit den letzten 10 Jahren drüber gegangen ist. Nicht, dass sie den übersehen, wenn es soweit ist. Now fishing from the bridge. Genau. Ich erwische einen beim Fischen von der Brücke. So, fast pünktlich gestartet. Gucken wir mal, dass alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. In Bonn. Dankeschön, guten Morgen.
vor mir, es knackt hinter mir. Ist schon eine kleine Herausforderung, würde ich sagen. So. Steine hier. Ja, aber ein offizieller Wanderweg, nachdem der erste gesperrt war und der zweite hier auch nochmal abgewiesen wurde. Der dritte Versuch hat dann geklappt. Aber auch das war geplant. So, es geht nur hier irgendwo nach hoch und dann hoffentlich auf der Runde. Ja, hallo, einen wunderschönen Tag. So, das Größte ist geschafft. Das war schon ziemlich arg, was die Amerikaner sich da ausgedacht haben. Wenn sie Hiking schreiben, meinen sie auch Hiking wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich auf einer etwas sicheren Strecke. Ansonsten war das, also es war cool natürlich, mich da überwunden zu haben, das zu machen. Und das nehme ich als allererstes mit. Das nehme ich sogar ganz, ganz groß mit. Und so wie eben gerade, war das aber ständig. Entweder habe ich auf diese kleinen Bemalungen geguckt, weil da war der Weg so ein bisschen ausgezeichnet. Die weißen gingen noch, die blauen gingen noch, aber dann war das so ein bisschen so lila. Das war schwer zu erkennen. Da habe ich mich darauf konzentriert und zack, bums, bin ich natürlich entweder über einen Stein oder über ein Holz gestolpert. Aber kein einziges Mal gefallen. Ja, so, und jetzt wird es ein bisschen easier. Ich würde sagen, fast die restlichen Kilometer. Liebe Grüße von mir, bye. Läuft da vor mir schon seit einer halben Stunde und singt und singt und singt. Ja, das mache ich das nächste Mal auch. Raus. Sie lockt die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Psykalle. Ja, diesen Teil habe ich mir ganz zum Schluss aufgehoben.
man sieht einen Teil des Atlantik. Also die andere Seite. Ja, da muss ich ein paar Tage wieder rüber, glaube ich. Schön. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Erstmal Grüße von IKEA hier. Und das ist mein Hotel. Und da bin ich wieder. Nach genau 42,195 Kilometer. Ja, ich freue mich riesig, dass auch dieser Plan, den ich mir vor einem Jahr ausgedacht habe, aufgegangen ist. Dankeschön an alle, die so ein bisschen mich zur Vorsicht gemahnt haben. Das war ich auch in jeder Hinsicht und wie immer eigentlich. Aber ich freue mich. Supergeil, supergeiles Gefühl, supergeil, was ich mitnehmen kann, supergeil, was ich gesehen habe und auch was ich dazugelernt habe in puncto Sicherheit. Ja, man sieht, meine Nase ist ein bisschen verbrannt, aber oh, das geht auch wieder weg. So, morgen geht's nach Boston und dann kommen wir in die letzte Phase. Aber wie auch immer, es war bis hierhin wunderschön und ich denke mal, das wird nicht anders werden in Boston, die verbleibenden Tage. Und ja, dann freue ich mich, wenn ich nach Hause komme, auch mal wieder auf ein richtiges Schnitzel, glaube ich. Ja, ganz liebe Grüße. Bye, bye. Das ist ja mit Abstand das verrückteste Zimmer, das ich auf meiner Reise hatte. So. Ein riesen Tanzsaal wieder. Ja, hier Fächer millionenfach. Keine Ahnung. Und ein Bad. Ja, das haben andere als Schlafzimmer, würde ich sagen, oder als Wohnzimmer. Und dann hier die Wand, die ist ja noch viel schöner. Hier lauter Musikinstrumente. Und das, als hätten sie es gewusst, ne? Hier steht Frank. Thank you.
sanctuary, which is the clock system. So when we're out watching whales and wildlife at sea, oftentimes we don't have landmarks to go by to point out these sightings. So because of this, we like to think of the boat as a giant clock. So therefore, the front or the bow of our boat will be our 12 o'clock. The right-hand side midship will be our 3 o'clock. The stern or the back of the boat will be our 6 o'clock. And the left-hand side midship will be our 9 o'clock. And I'll fill in the rest of the numbers in between. So where we are right now, we're in the Merrimack River, but eventually we'll be making our way out of the river, up into the open Atlantic Ocean, to a well-known area known as the Gulf of Maine. The Gulf of Maine starts off of Cape Cod, Massachusetts, and goes all the way up to the Bay of Fundy in Canada. And in the Gulf of Maine, there's a series of banks and ledges along it that are known as the feeding grounds. So first is that exhalation that I was talking about, but also this species of whale, they're the most acrobatic of the species. They're sometimes will display surface activity such as what we just saw there, but also their coloration. We can look at the different colors or patterns on the whales to tell them apart. And so humpback whales, on average, they're 40 to 45 feet in length. A dark gray or charcoal to black in coloration. And so that was interesting. They just went back down on the deck. But we'll see what happens here. I know I was saying right before they came up, the humpback whales, they can hold their breath for up to an hour if they want to. But here on the feeding grounds, the average dive time is anywhere from 5 to 8 minutes or so. So maybe a little bit longer, maybe a little bit less than that. So we'll see how long these average time. And so the next time these whales come up, pay attention to that exhalation though. So they're a little bit further out now at our 1 o'clock. I just saw a blow. 1 o'clock. We are 1 and 2.
go up, they travel a little bit beneath the surface, but they're up over off of our right hand side. And I don't know if any of you heard that exhalation. We call that a trumpet glove. So. Goodness, I am so excited. I haven't seen this whale yet this year, but that whale with the all white tail that just went down on a dive, that's a female that whale named Thea. Oh my goodness. Okay, this is so exciting. So Thea was the first humpback whale that went down on the dive, and another whale, humpback whale, was a whale named Limpet. And I'll go into how I know who these are in a minute. But this is very exciting because we've seen Limpet out here, but Fan, who I've seen year after year, I hadn't not seen her yet this year. So this is a very exciting, but I always, it's so funny, she's always in this area this time of year. Every like September, October, I typically see that whale in this area. So I'll go into a minute about how I know who these whales are. But that exhalation or flow that I was talking about. So, it's not water, it's actually just forced air. So you can think of it like seeing your breath on a cold day. So at the top of their heads, they have what are called blowholes. And these blowholes, they just connect to their paired lungs. So they're mammals just like you and I. So when they go beneath the surface, they're actually holding their breaths. But they can hold their breath for much longer than you and I, because they have a lot more myoglobin in their bodies than we do. So myoglobin is an oxygen-binding protein, and these whales store a lot of it in their muscles. So they're able to hold their breath for much longer. But when they come to the surface, like I said, it's like seeing your breath on a cold day. So when the warm air in their lungs reaches the cold air at the surface, it condenses and creates this mist. And so that's what you're seeing when these whales take a breath. And one breath for these whales is, these whales are upwards of 100 miles per hour. So it is a very forced exhalation. And so when these whales come to the surface, if you see any glowing green patches in the water, those glowing green patches are actually the whales' pectoral flippers. So where we are right now, we are on Jeffrey's Ledge, that underwater rocky mountain that I was talking about. It's 33 miles long, and the top of this ledge is pretty shallow, but either side of this ledge goes down into much deeper waters. And the currents that move along this ledge push these nutrients up to the surface in a process called upwelling. And I don't know if any of you have really noticed the color of our ocean here off the coast of Massachusetts, but it has more of a greenish hue. And that's because of the phytoplankton, of a plant-like plankton that we have at the surface of our water. This phytoplankton has the same pigment that the leaves on trees have. It has chlorophyll that gives it that green coloration. And this phytoplankton is the base of the food web, so it's really important to have at the surface of our water here, because that attracts all the wildlife that we see here in the Gulf of Maine. So it attracts animal plankton or zooplankton, and that attracts schooling fish, and then that in turn attracts these larger whales. But because this phytoplankton is a greenish color, anything white beneath the surface is going to glow a greenish color. So these whales on the sides of their bodies, they have what are called pectoral flippers. For humpback whales, they're white in coloration. So if you actually saw them lift their pectoral flippers out of the water, you would know that, see that they're white. But they look like glowing green patches beneath the surface because of this phytoplankton. And so we'll see where these whales come up next. But these two whales that are traveling together, we call this an association. So these whales are not related. So I know I was saying earlier that there's toothed whales and then there's baleen whales. So toothed whales, so those species, they're known for traveling in pods or groups. So, and a lot of times they will travel with their families. But for baleen whales, they're actually solitary in nature. So they actually spend most of their lives traveling alone. And so humpback whales will form what is called an association. Well, they'll travel together maybe for a couple of days, they'll feed together, and then eventually they'll split off on their own. So like I was saying, Van, I've not seen yet this season, so I'm very excited. And Limpet, who that other whale that had more of an all black tail,
This whale has been seen in this area by itself and then traveling with other whales. So this is what we call an association. So eventually they'll just split off on their own. You can think of it like hanging out with a friend, going to feed with a friend or something like that. Alright, so keeper guys feel all her own home, but it's also exciting that we have these two that are traveling together, because sometimes we just see one whale. We never know what we're gonna see when we come off here. And so the humpback whales, their scientific name is Bigapto Novigliae, which translates to big wing to New Englander. And so the big wing is in reference to those long pectoral flippers that I was talking about. So humpback whales, their pectoral flippers are a third the length of their body. It's one of the longest appendages in the animal kingdom. So those flippers can be upwards of 15 feet long. And one flipper is upwards of 2,000 pounds. And then New Englander is in reference to the fact that these whales were first identified by whalers here off of New England back in the day. But since they're mammals, just like you and I know I talked about how they have to breathe air, but they also give birth to live young, and they nurse their young for 4 to 6 months out of the year. Oh, so back up again, right-hand side, over off of our 1 o'clock. Arch their backs to go beneath the surface.
these whales, they're warm-blooded, just like you and I, so their core body temperature is 98 to 99 degrees Fahrenheit. And also, on the top of humpback whales' heads, they have all these little bumps on their heads, and they're called tubercles. So you can think of these tubercles as enlarged hair follicles. Each tubercle has a hair in it, about a half inch long. And so we think that they have these tubercles on their heads to sense their prey or surroundings in the water. So keep your eyes peeled all around the boat. When these whales come back up, we're going to try to get a look on the left-hand side. So like I said, we'll be looking on either side of the boat. But also, Newburyport Whale Watch, we're proudly a part of Whale Sense, which is a voluntary program that commercial whale watchers can join. So that just means that we don't approach whales within 100 feet. And if they approach us within 100 feet, then we make sure our vessel's in neutral, because we don't want to disturb these animals in their natural habitat. We don't want to change their behavior and respect them in their... We want to be respectful of these animals in their own home. So we'll see where they come up next, but please try to look over at our left hand side. But these whales, these humpback whales, they're part of the Gulf of Maine humpback whale population. And this is a subpopulation of the North Atlantic humpback whale population. So these humpback whales are known for their really long migrations as well. They have one of the longest migrations of any animal. Thank you.
the tails. So some tails, like the band that we saw, researcher, Dr. Stormy Meadow, and they were out on a whale watching boat back in 1976, and they noticed that they were seeing the same two whales together over and over again. And they started naming them Salt and Pepper, because Salt had white spots all over her dorsal fin that looked like dried sea salt, and Pepper had an all black dorsal fin. And little did they know this was going to start the naming process for the whale deer seen in the Gulf of Maine. So Salt is still alive today. She wasn't first seen as a calf. We don't know exactly her age, but we know that she's well in her 50s now. Salt has had the record number of calves so far in this population. 16 calves, with her most recent being in 2022. Oh,
we got some flippers slapping. Oh my goodness, that was incredible. So we do not always see this type of activity out here. But you can see how long those pectoral flippers are. So they're upwards of 15 feet long, a third the length of their bodies. Oh my goodness, both of them are flipper slapping now, rolling on their backs, belly up. Ooh, so that's what we call a trumpet blow. Every 2 to 3 years, but on average female humpback whales are sexually mature between the ages of
8 to 12 years old, but we have had females in this population have calves as early as 5 years old, meaning they're pregnant at 4 years old. And they don't mate for life, so we know who the mom and calf pairs are a lot of times in this population, but we don't know who the dads are in this population. Well, what's really exciting, so the Kemp Center for Coastal Studies, who we collect research for and we collaborate with, they actually have been doing some genetic sampling of these whales. They have taken biopsies of these whales and backed up over all the farm room. And once again, towards our two grand quote. They've been taking biopsy samples of these whales, so we're hoping to know who the dads are in this population through genetic sequencing, which is very exciting. Thank you.
with Fan. So Fan was the one closer to us that went down on that back with the all white tail, and the Rippet was the other one that went down first. But folks, we did travel quite a ways, and we don't want to overstay our welcome with these whales, so we are going to have to start thinking about last books. So we are going to try to get one more look at these animals before we have to make our way out to back to Newburyport this morning, or I should say this afternoon now. But oh my goodness, what an exciting trip! Like I said, you don't always see that trip back to Newburyport. Sometimes you just see one whale, and we never know what they're going to do for me. I'm not sure, so they're very exciting. If you took an X-ray of their pectoral shoulders, like the first off the line of their body. Thank you.
All right, so we're going to keep them off of our right-hand side, folks. So starboard side, but these are going to be our last looks at these whales. That just went down on a dive. That's a female that whale named Thea. Oh my. Oh my goodness, both of them are flipper slapping now, rolling on their backs, belly up. Ooh, so that's what we call a trumpet blow. Hello, Canada.
Kanada. Hallo. Keine Verbindung, keine Connection. Naja, okay. Wahrscheinlich zu wenig eingezahlt. Oh my goodness, that was incredible. So we do not always see this type of activity out here. But you can see how long those pectoral flippers are. So they're upwards of 15 feet long, a third the length of their bodies. Good morning, Boston. Oh, I don't see any people in the morning. Let's see those. Alles leer. Naja. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Wait. 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 Ich darf.
ungefähr anderthalb Stunden habe ich noch Zeit. Ich habe mir das mal hier so auf einer Gartenschaukel bequem gemacht. Ja, läuft schon bis zum Flughafen. Nicht ganz, ein bisschen noch mit der U-Bahn gefahren, aber seitdem laufe ich hier und genieße noch die letzte Sonne aus den USA. Und ich hoffe, ich finde hier mal irgendwann Terminal E, wurde mir gesagt. Ich bin gespannt.